Hallo, ich mal wieder. Ja, heute ist Sonntag, 1. Februar. Und was soll ich sagen? Wir haben viel Schnee. Das mag ich nicht. Ich mag kein Schnee. Und seit Freitag schneit's ununterbrochen. Irgendwie haben die Schneeflocken sich verirrt. Sie gehören in die Schweiz oder in die Berge, aber nicht hier nach Luxemburg. Ich finde Schnee schön zum Gucken, aber nicht, wenn man 30 Kilometer zur Arbeit fahren muss. Grauenhaft. Jo. Und naja. Ich habe gesehen, bis Montag noch, also heute noch ein bisschen. Moment, würde ich sagen, regnet es, aber naja, wenn es dunkel wird, wird es kälter und dann schneit es wieder. Und das geht noch so weiter bis Montag mit. Und dann wird es sehr kalt. Da habe ich kein Problem mit. Ja, vielleicht ist es auch der letzte Wink des Winters und es wird bald Frühjahr. Ich hoff's. Und Frau Holle, nächstes Jahr, ne? Wenn du dich verschläfst, brauchst du jetzt auch nicht mehr kommen. Nö. Dann mach's anständig und dann, wann's soll und nicht jetzt. Okay? So. Um was geht's heute? Was ganz Kleines im Grunde nur. Es geht um Baumwolle. Baumwolle. Ich habe gemerkt, Baumwolle ist nicht gleich Baumwolle. Mirai und ich, wir gehen am 21. und 22. März auf den Markt. Ja. Und wir haben schon viel gemacht. Tücher, Mützen, Schals. Und wir haben gesagt, wir möchten auch was Kleines haben. Und Topflappen. Bisschen altmodisch, aber ich denke, das wird gehen. Ja, da habe ich in der Nadelspielgruppe gefragt, welches Garn ihr dafür nehmen würdet. Da hat eine Dame gesagt, probier es mal mit der Rekord 210. Okay, handarbeitswaren.de, wo ich ja dann immer bestelle, habe ich mir dieses Baumwollgarn bestellt. Natürlich in Massen, wie die Sonne das immer macht. Okay, ich habe mir das Garn bestellt und ich finde das Garn scheiße. Ja, okay. Im Grunde ist das Garn vielleicht gar nicht scheiße. Aber für mich ist es scheiße. Also, warum? Ich bin eine sehr penetrante und sehr pedante Arbeiterin. Also bei mir muss eine Masche sein wie die andere. Sonst werde ich nicht glücklich. Ja, so bin ich halt. Und mit diesem Garn ist es mir echt unmöglich. Das hier ist das Garn. Was ich sehr toll finde, ist, dass sie in Tüten verpackt sind. Jedes einzelne Garn ist in Tüten verpackt und man hat schon den Faden, der aus der Mitte kommt, der hängt schon raus. Da braucht man nicht extra noch bügeln gehen, der ist ja sofort draußen. Aber was ich bei dem Garn nicht gut finde, das Garn, schaut mal, hier seht ihr schon das Garn. So ist das Garn. Und das teilt sich, es splisst, jede dritte Masche. Ich bin auch eine sehr feste Strickerin und eine feste Häklerin. Und da entstanden immer so kleine Fäden, die rausstanden. Und am Anfang habe ich sie weggeschnitten. Und ach, das hat mich sowas von genervt. Das sah so unendlich scheiße aus. Und wenn es für mich wäre, würde ich sagen, okay. Schmeißt in die Küche, nimmst das, ist okay. Aber zum Verkauf, ja, da muss es für mich top sein. Das war nicht top. Also für mich, nur für mich. Es kann sein, dass für andere Menschen, weil die Mirai kann damit häkeln. Die hat kein Problem mit, ich nicht. Also, Garn, nichts für die Sonja. Und für Anfänger würde ich es absolut abraten. Also für Anfänger, nichts gut. Nee.
Dann habe ich gesehen das Video von den Topflappenhäkeln. Die Dame hat die Puppets genommen, die Puppets Lyric. Gibt es auch bei handarbeitswaren.de. Habe ich bestellt. 100-mal besser. Ist aber auch sehr dünn. Ist dünner als die Rekord. Und ja, da habe ich mir gedacht, ja, wenn du diese dünne Nadel nimmst, dann kannst du auch die Catania nehmen. Die Catania, mein Lieblingsbaumwolle für solche Sachen. Catania mag ich nicht so für Schals, weil die recht hart werden. Ne? Die werden nicht weich, die sind hart. Wenn man sie wäscht, ist es okay, dann werden sie auch weich. Aber so vom Anfangsgefühl her, ist es schon ein sehr hartes Garn, diese Baumwolle. Die Pappe ist viel weicher. Muss ich sagen, viel, viel weicher. Wird aber beides mit der gleichen Nadelstärke gestrickt oder gehäkelt, mit 2 bis 4. So. Unterschiede gibt es nicht bei den zwei, nur dass das hier ein bisschen weicher ist. Aber den Unterschied kann ich euch zeigen von der Rekord auf das Catania oder auf die Poppets. Das hier ist mit der Rekord gemacht. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es ist mir zu grob und es stehen überall so kleine Fältchen raus. Also habe ich die jetzt für mich privat genommen. Und jetzt zeige ich euch mal mit der Catania, wie das aussieht. Die sehen dann so aus. Das sieht doch viel feiner aus, viel professioneller. Ich schalte euch das mal gegen. Könnt ihr sehen, wie genau, also das gefällt mir wesentlich besser. Auch die habe ich ja aneinander gehäkelt, da sieht man fast gar nichts. Und hier sieht man aber noch die Ränder. So, also diese hier finde ich wesentlich besser. Diese sind mit der Catania gemacht und diese hier sind mit der Puppets gemacht. Und da seht ihr, da ist kein Unterschied, nur die sind echt ein bisschen weicher, aber vom Grundsatz sind die genau gleich. Das ist toll. Er häkelt sich super toll. Diese sind auch mit der Catania gemacht. Ja, und Präsentation machen wir das so. Wir nehmen diese Einmachgläser. Wie wir das jetzt noch genau machen, weiß ich noch nicht. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert und irgendwie ist das noch nicht das, was ich mir ausgedacht habe. Also ich habe gedacht, vielleicht stecken wir es so rein. Und dann lassen wir so. Und da gibt es dann noch einen Kochlöffel dazu. Irgendwie müssen wir das noch so, irgendwie so präsentieren. Irgendwie so. Und dann, dass vielleicht das hier dann hier so drunter ist. So irgendwie. Also irgendwie machen wir das so. Aber das wird dann so präsentiert. Ja. Und das finde ich schön. Mal gucken, wie es ankommt. Also wir gehen jetzt nicht auf den Markt zum Geld verdienen. Es ist rein mal einfach so, weil wir eben gerne handarbeiten und ja. Mal gucken, wie die Sachen so ankommen. Und wir werden auch schon öfters gefragt, weil wir ja auch auf Facebook eine Seite haben und ja, da gibt es Leute, die fragen auch schon, wo geht ihr nicht hin auf den Markt oder so. Ja, und wie ihr seht, habe ich hier schon so viel Baumwolle verschwendet. Das ist diese Rekord. Gefällt mir einfach nicht. Das sieht so, ich weiß es nicht, so unprofessionell aus. Das nervt mich einfach. Mag ich nicht. Und das, keine Ahnung, was damit geschieht. Ja. Was bin ich denn jetzt noch am Machen? Ja, noch, ach ja, Virustücher haben wir gemacht, weil wenn man jetzt so auf den Markt geht, dann muss man schon, ach, jetzt schneit schon wieder, ich werde verrückt. Ich habe ja gesagt, jetzt wird es dunkel, jetzt schneit es wieder. Ja, also wenn wir so auf den Markt gehen, dann muss man aufpassen, was man verkauft. Also man kann ja keine Tücher verkaufen, die ein Copyright haben. Und ja, da sind dann idealerweise die Virustücher, da gibt es kein Copyright. Da gibt es keiner, der die, wie sagt man das, Patent drauf hat oder so. Also das kann man munter verhäkeln. Ich bin wieder eins dabei am Machen.
Das wird so beige mit dunkelbraun und hellbraun. Und ich finde, die Meerestücher machen Spaß. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und dann haben wir ja noch Noro. Wir haben die anderen ja schon ganz verstrickt, ne? Und dann haben wir wieder bestellt. Bei der Bastelkiste, die haben Wollzauber, da kann man auch online bestellen. Und wir haben wieder welche bestellt. Oh, die sind so schön. Das ist die Noro. Kilu. Das ist mit Seide, Baumwolle und Leinen. Und piekst nicht. Es hat mal eine Dame gesagt, ja, ich habe die Noro schon so in den Händen gehabt und die kratzt. Ja, es gibt Noro, die kratzt. Und das ist die Sockenwolle, die Corayon oder so. Die kratzt echt. Die ist sehr hart und die ist sehr kratzig. Und für den Preis, die kostet, ist das fühlt sich an wie Seil. Wie so ein Seil. Aber die Noro Silkgarn kann ich euch empfehlen. Die Kibu kann ich euch empfehlen. Und es gibt noch eine mit Jod. Jamila oder so. Jamudo, Jamido, ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Die ist auch ganz toll. Das ist mit Seide drin. Sowas, also ist sehr toll. So, und das hier ist dann die Kibu. Das ist die Farbe, die haben wir in 6 Farben bestellt. Ich habe 3 bekommen und die Mira hat 3. Das ist dann die Farbe, das ist die Farbe 9. Das sind ja schon echt schöne Frühlingsfarben, ne? Dann habe ich die. Das ist die Farbe 12. Also das ist echt bunt, ne? Sehr, sehr bunt. Und dann habe ich die Color 5 noch. Ja. Und daraus machen wir, also ich wollte aus einem wollte ich noch mal so ein Poncho ausprobieren, die ich so mache, die Schulterwärmer. Und ein Half Granny. Und noch vielleicht ein Baktus. Ja, wieso nehmen wir die Noro? Weil wir da nicht viel machen brauchen. Das macht sich von allein. Und weil der Markt ja in 2 Monaten ist, müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Mit der Noro geht das gut. Jo, ach ja, was ich euch noch unbedingt sagen. Ich möchte euch vielen, vielen herzlichen Dank sagen. Ich habe ja schon über 200 Mitglieder oder Abonnenten. Ach, das freut mich so sehr. Ist immer toll, wenn ich gehe ja mal manchmal gucken und dann, wow, wieder einer dazugekommen und wieder einer dazugekommen. Ja. Ach ja, und dann möchte ich noch was sagen, alle, die sowas machen, ne? Das habe ich jetzt auch schon oft gesehen bei Hot off the Hook. Da gibt es Menschen, die machen viele solche. Also finde ich nicht ganz korrekt, ne? Also wenn ihr schon. Wenn ihr nicht was Anständiges oder Liebes sagt, dann sagt gar nichts. Also sowas machen und nichts sagen, hilft keinem. Also wenn irgendwelche Kritik da ist oder dann sag's doch. Dann kann man das vielleicht ändern oder. Aber ich habe bei einem Video gesehen, da gab es, glaube ich, 18 oder 19, ist nicht bei mir. Aber auf einem anderen Hot of the Hook Video, das sind ja alles nur Amateure. Das sind Leute, die möchten Spaß haben, die möchten was zeigen und das ist, die sind ja sowieso schon sehr aufgeregt, weil die doch das jetzt nicht üblicherweise machen und so. Und dann habe ich gesehen, da gab es dann 8 oder 19 Daumen unten. Das finde ich nicht schön. Nee. Also ich bin ein Mensch, ich mag es zu lachen. Ich mag Harmonie. Ich habe auch kein Problem mit einem, was zu sagen, wenn mir was nicht passt. Aber man kann auch was anständiger, aber man kann das auch freundlich und nett rüberbringen. Und ich finde die Daumen unten,
nicht toll. Derjenige ist ja sowas von unsicher schon, wenn das sein erstes Video ist und dann kommen so viele Daumen runter und da kommt keine Kritik und da kommt keine aufbauende Kritik oder wo man was ändern kann, dann muss man auch was sagen, finde ich. Also ich guck mir ja tausende von Videos bei YouTube an. Wenn mir einer nicht gefällt, mache ich weg und fertig. Aber ich bewerte nicht. Ich bewerte nur, wenn es positiv ist. Also wenn ich bin immer so der Meinung, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man gar nichts sagen. Ganz einfach. Wenn einem etwas nicht passt, dann kann man das schon sagen. Aber da kann man das auch anständig sagen. So, das ist meine Meinung. Das wollte ich nur mal sagen. Ich habe nämlich gesehen, ich habe immer so zwei, drei Stück, die immer so machen. Aber ich weiß nicht, wer es ist. Vielleicht bin ich auch von der Person her, dem das nicht passt. Mich stört es nicht. Also ich bin da sehr selbstvertrauens. Oder ich habe da sehr viel Selbstvertrauen. Ich kann sowas nicht schocken oder so. Aber da gibt es Leute, die bei unserer Hot of the Hook-Reihe, die machen ihr erstes Video und die sehen das und das finde ich nicht toll. Und nicht fair. Jo, das war's. Jo. So, was wünsche ich euch? Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich habe mir noch nur eine Woche noch zum Arbeiten und dann habe ich eine Woche Urlaub. Ach, wie ich mich darauf freue. Und das war's dann schon. Ich werde noch ein bisschen häkeln und noch den verhassten Schnee anschauen. Und ich wünsche euch Spaß. Tschüss.